YouTube-Gemeinde zu Unterwegs in Dessau 32. Dessau, damals und heute. Ich fange gleich mal an, wie ihr seht, auf dem Marktplatz und zeige euch das Rathaus, wie es früher einmal war. 1563 wurde das Rathaus erbaut und mehrmals umgebaut. 1945 war es zerstört und der Brunnen davor auch. Es wurde alles restauriert, der Brunnen aber nicht wieder aufgebaut. Was ihr jetzt seht, die Veranstaltung vor dem Rathaus, ist das Stadtlesen 2016. Es ist noch bis zum 29.05., also bis heute. Schaut doch nochmal vorbei Nachmittag. Das ist das komplette Schloss in Dessau gewesen. Das Schloss wurde im 16. Jahrhundert erbaut. 1945 wurde es zerstört. Und nur noch der Johannbau blieb ebenfalls zerstört übrig. Ab 1900 wurde der Johannbau wieder aufgebaut. Das ist das rechte Gebäude. Das ganz rechte. Ja, und der Blick ist von, wenn ihr vom Schlossplatz kommt, direkt. Da stand einmal das Schloss. Der Funkplatz, er wurde 1900 zu Ehren des OBs Friedrich Funk gestaltet. In der Mitte befindet sich ein Brunnen, der einen Germanen und einen Biber zeigt. Am Rande ist eine steinerne Sitzecke mit Mittelpfeiler, auf dem einst ein Relief des OBs mit Stadtwappen war. Der Blick ist hierbei auf die Petruskirche gerichtet, in der Albrechtstraße, die 1903 erbaut wurde. Die Albrechtstraße ist nach einem Herzog von Brandenburg benannt. Der Blick in die Kavalierstraße. Die Kavalierstraße wurde von Leopold I. als eine Prachtstraße im 18. Jahrhundert errichtet. Sie sollte nach dem Vorbild unter den Linden in Berlin angelegt werden. Dort, wo damals noch ein Haus stand, soll nun bald das Bauhausmuseum stehen im Stadtpark. Der Schlossplatz in Dessau. Und das Denkmal Leopold I. An der Marienkirche stand ab 1855 ein Denkmal von Leopold I. Es wurde 1945 schon weggeschafft und die Marienkirche wurde zerstört. Erst 1988 fand das Denkmal wieder seinen Platz auf dem Schlossplatz. Als letztes bekommt ihr von mir noch den Ledigenplatz. Erbaut wurde der Ledigenplatz oder Ledidchenplatz zur Erinnerung an die 1942 ermordeten Einwohner durch die SS in dem tschechischen Örtchen Ledidche. Seit 1997 steht dort das Denkmal von Kurt Weill und Bertolt Brecht oder zu ihrem Werk der Dreigroschenoper. So, das war das heutige Unterwegs in Dessau. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag. Und wünsche euch eine schöne nächste Woche. Wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr natürlich in der Infobox gucken. Dort ist der Link zu meiner Facebook-Seite. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Danke. Tschüssi.